So, da sind wir wieder. Ja, wir versuchen es mal über diesen Baumstamm zu balancieren, ne? Applaus, please. Und das klingt so, als hätte Lindsay das geschafft. Das Spiel muss erstmal unsere neue Position laden. Ah. Gut, und was finden wir jetzt hier? Gut gemacht, Lindsay. Gibt es noch mehr Winzlinge? Gibt es Kobolde? Wen oder was? Ah, meine Güte. Wen oder was finden wir? Oh. Was haben wir denn da? Tote Menschen? Ich kann tote Menschen sehen. Und Schatztruhen natürlich. Die interessieren mich umso mehr. Anything else? Ein Trank, Person vergrößern. Was haben wir da? Applause, please. Ah, sie musste das aufschließen auch noch. Dankeschön, Lindsay. Bitte, ich wusste, das war gut in Tricks zu investieren bei ihr. Bleiklingen. Während der Laufzeit des Zaubers verursachen alle Nahkampfangriffe eine Größenstufe mehr Schaden als normal. Das ist voll gut. Auch für uns so. Oder stellt euch mal vor, alter Schwede, der Zauber auf Amiri. Dann macht das riesige Schwert noch mehr Schaden. Ein Rapier, aha. Was ist das denn? Geflügel. Hey! Das ist gut. Das schmeckt Amiri doch so gut. Können wir hier noch weiter? Nee, ne? Das war tatsächlich nur hier diese Ecke. Ah, okay. Wir kommen hier also Applaus, please. in so versteckte Areale, wenn wir so Kletteraktionen mitmachen. Gefällt mir das Konzept. Da hinten war ja noch so ein Aufstieg, so in der Mitte der Map. Ach, ich muss mich mal kurz orientieren. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ist das dieser Tümpel in der Mitte oder ist das der Wasserlauf zur Rechten? Hier sieht irgendwie alles gleich aus. Ah, das ist übersichtlicher. Okay. Ja, also da hinten konnte man noch irgendwo klettern. Das weiß ich. Mit ziemlicher Sicherheit weiß ich das. Ich glaube, hier an den Felsen war das doch gewesen. Genau, auf den Hügel gehen. Ich glaube, Lindsay probiert es wieder. I'm sorry. Ja, sie hat es nicht geschafft. Und es geht uns allen scheiße deswegen. Aber nicht so scheiße, dass wir es nicht nochmal versuchen könnten. Können wir es nochmal versuchen? Anything else? Ah, jetzt hat es geklappt. Wir sind wohl runtergestürzt beim Klettern, anscheinend. Oder haben einen Erdrutsch The path ausgelöst is oder was? clear. Energie kanalisieren wäre eine I'm Idee, ne? listening. Passt schon. Hier kommt doch jetzt gleich was, verdammt. Ich rieche es förmlich. Sind wir eigentlich noch der gleichen Map? Ah, okay. Ein Kobold-Wachposten. Der scheint aber tot zu sein oder zu schlafen.
Und das da, das könnte eine Falle sein oder so. What troubles you? Das darf sich Lindsay mal ansehen. Nein, das sind die Mondradieschen. Wir klauen uns einfach welche. Kobold-Flammenschamane. Ein in der Mitte des Feldes liegender Kobold ruft dir etwas zu. Dem erbärmlichen Zustand seiner Schuppen nachzuurteilen, ist er der Älteste der Gruppe. Seine roten Augen zwinkern im hellen Licht und er kann nur mit Mühe sprechen. Habe ich mich nicht getarnt? Hat er mich gesehen, der Sack? Unser Feld. Unsere himmlischen Radieschen. Können wir einen Handel machen? Bäh, Radieschen. Die hatten wir in unserem Dorf auch. Eines Tages, ich las gerade ein Buch, kam mein Vater, nahm mir das Buch weg und warf es ins Feuer. Dann musste ich Radieschen pflücken. Es war Herbst und der Boden war kalt und feucht und überall waren Würmer. Boah, eklige Wurzeln. So krasse Erinnerungen habe ich an Radieschen nicht. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich habe die früher mal als Snack in die Schule mitbekommen, habe die geteilt mit meinen Klassenkameraden. Wir könnten leise gehen und einen Korb Mondradieschen mitnehmen. Wir versuchen das mal, ne? Wir versuchen mal, welche zu stehlen. Unauffällig. Ohne, dass wir hier einen Krieg anzetteln. Oder vielleicht versuchen wir erstmal. Sollen wir reden? Was macht ihr hier? Er scheint ja zu sprechen, ja? Wir reden mal mit ihm. Was ist das hier? Essen Radieschen, suchen geheime Wahrheit, klein in groß. Die in der Nähe herumliegenden Kobolde antworten mit einem andächtigen Murmeln. Einige schlafen einfach weiter. Sind das halluzinogene Radieschen? Fliegt man davon? Ah! Das sind ja keine, das sind ja richtige kleine Philosophen. Hätte ich gar nicht erwartet. Ganz und gar nicht. Also wegen der Radieschen. Der älteste Kobold hebt den Kopf und versucht, sich auf dich zu konzentrieren. Tja. Tja. Wir machen mal Diplomatie, ne? Es gibt genug Radieschen für alle. Ihr dürft anderen nicht verbieten, sich zu nehmen, was in den Wäldern wächst. Ich werde so viele Radieschen ausgraben, wie ihr braucht. Aha, interessant. Also mit anderen Worten, wir ernten die für euch. Ihr müsst uns nur auch welche geben. Klingt eigentlich ganz nett. Mal gucken, ob das klappt. Erfolgreich! Der alte Kobold schweigt einen Moment, ehe er die Stirn in Falten legt. Schließlich hebt er feierlich einen Finger und verkündet: Du essen und lassen essen. Zufrieden mit seinem Urteil dreht er sich auf die andere Seite. Die anderen Kobolde zischen begeistert. Die sind einfach total high, das ist ja unfassbar. Aber schön. Ich gehe dann mal. Ich habe Mondradieschen bekommen. Das ist ganz cool. I wrote it like I saw it. Their sight betrays them. And so they walked on. Ich dachte echt. Also wir lassen die Mondradieschen jetzt in Ruhe. Die Kobolde auch. Kommen wir da hin? Nicht auf diesem Wege, okay. Ich gucke nur noch mal, ob die hier noch irgendwas versteckt haben. Oder ob das wirklich nur die paar bekifften Kobolde sind.
die sich hier in Ruhe Radieschen reinziehen. Mondradieschen. Jetzt weiß ich, warum die so heißen. Wenn du die isst, denkst du, du fliegst auf den Mond. Verstanden. Schon klar. Sag mal, ist dieser Kletternwurf die einzige Möglichkeit hier hoch? Dann lassen wir die Kobolde da mal in Frieden. Wir müssen ja hier nicht alles über den Haufen rotzen. Das ist ja auch scheiße. Also ich denke mir, wir werden mal versuchen. Das ist wie ein Schneesturm. Nur heiß. Ja, Amiri, das nennt sich Regen. Regen. Das nennt sich Blitz. Und das nennt sich sich verpissen. Der Gott der Mondradieschen ist wütend auf uns. Wo ist denn das hier, um Gottes Willen? Ah, ich sehe, wie das angelegt ist. Wir sollten da unten mal rechts gehen, ne? Das wäre vielleicht eine Idee. Das ist eine riesen Map. Die hat da sogar eine Entschuldigung, dass sie so lange geladen hat im Ladebildschirm. Alter. Und die Kamera wackelt. Oh, wir haben es gefunden. Mehrere Sachen, ja. Das ist wieder so ein Dryadengeschenk. Da liegt auch noch was rum. Wenn ich es überhaupt treffe bei dem wackelnden Bildschirm. Ist ja unfassbar. Rückiger Effekt. Nüsse. Ein modernder Schlurfer. Das ist doch wieder eine Pflanze, ne? Um Himmels Willen. Sind wir stark genug für den? Haben wir den sengenden Strahl noch? Will ich das wirklich auf die Probe stellen? Aber der ist nicht rot gekennzeichnet. Das heißt, er ist jetzt erstmal nicht direkt feindlich. Haben wir Infos über den? Lindsay? Was wissen wir über modernde Schlurfer? Schlurfer, meine ich? Sie modern und schlurfen, würde ich behaupten. Ach, modernde Schlurfer. Warum gibt es jetzt hier keine Suchfunktion? Oder dass ich einfach wie eine Fähigkeit auf den draufklicken kann und dann werden mir die Informationen gezeigt. Warum muss ich mich jetzt hier durchscrollen und durchblättern, um zu schauen, ob ich Informationen über den modernden Schlurfer finde? Ich weiß nicht mehr, ob der unter modernd oder schlurfend oder unter einsam ist. Weil da ist ja irgendwie alles drei davon. Und dann ist das noch nicht mal so richtig alphabetisch. Es ist echt... Wo dann der Schlurfer da... Modernde Schlurfer werden auch nur als Schlurfer bezeichnet und sehen auf den ersten Blick aus wie Haufen verrottetes Grünzeug. Allerdings handelt es sich hierbei um intelligente, fleischfressende Pflanzen, die vor allem eine Vorliebe für Elfenfleisch haben. Das ist okay, weil wir haben keine Elfen dabei. Im Oberkörper der Schlurfer befindet sich ihr Gehirn und die Sinnesorgane. Modernde Schlurfer sind normalerweise etwa 8 Fuß breit. Wiegen 3800 Pfund, so sieht er auch aus. Moderne Schlurfer sind seltsame Kreaturen, die eher einem Gefühl von parasitären Schlingpflanzen, einem Gewühl von parasitären Schlingpflanzen gleichen, als einer eigenständigen Pflanze. Also das ist das
Tangela-Pokémon des Pathfinder-Universums. Aha. Sie fressen so gut wie alles, um zu überleben, umschlingen Baumstämme und Pflanzensaft abzuzapfen, dringen in den Boden ein, um Nährstoffe anzunehmen, oder laben sich an Fleisch und Knochen von bereits erlegter Beute. In ihrer natürlichen Umgebung sind Schlurfer furchterregend gut getarnt. Sie verschmelzen mit ihrem Gelände. Stampf, stampf. Der hat sich nicht so viel Mühe gegeben. Können so tagelang bewegungslos verharren und geduldig auf Beute warten. Sie können jederzeit urplötzlich auftauchen und ohne weitere Vorwarnung angreifen. Dabei stört es sie wenig, ob es Überlebende gibt, solange sie ihre nächste Mahlzeit gesichert haben. Der klingt gemein. Aber der ist ja nicht rot. Von der UI markiert. Heißt das, dass er uns nicht angreift? Moderne modernde Schlurfer tragen auch mal Turnschuhe in grün. Nein, moderne Schlurfer führen normalerweise ein einsames Nomadenleben in den tiefen Wäldern und fauligen Sümpfen. Man findet sie aber auch im Untergrund, wo sie in feuchten, von Pilzen befallenen Bereichen leben. Allerdings hält sich das hartnäckige Gerücht, dass sie sich auch tief in den Sümpfen und Urwäldern an großen Erdhügeln versammeln. Oftmals immer dann, wenn heftige Gewitterstürme ihren Höhepunkt erreichen. Ach so, wie so jetzt gerade. Noch weiß man nicht, warum sie das tun, aber viele Gelehrte fragen sich, ob da möglicherweise eine finstere und fremde Macht am Werk ist. Also sehen wir den gerade nur, weil es gewittert? Ist das richtig? Aber was mir jetzt noch lieber zu erfahren wäre, kann ich denn mal wissen, ob der hier irgendwelche Schwachstellen hat oder was seine... Was man normalerweise so mit Wissenswürfen erfährt, verflucht nochmal. Okay. Wir gehen mal bei ihm in die Nähe. Hoffen, dass er uns nicht angreift. Sei lieb. Er ist lieb. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Krasser Scheiß. Vielleicht ist da rechts unten noch was für uns. Aber der Buch stapft. Ein magisches Kettenhemd. Der hat Heiltränke und ein Labortagebuch. Warum liegt er hier? Bin in die Wälder gegangen, fand viele Wurzeln, Tannenzapfen, Blumen und ein totes Eichhörnchen. Aber das nützt mir alles wenig. Ich muss mir überlegen, wo ich seltenere Zutaten für meine Experimente finden könnte. Als ich in den Wäldern war, haben einige Waschbären meine Hütte verwüstet. Mein ganzes Glas. Nur noch Scherben. Alles, was geblieben ist, sind 10 Glasröhrchen mit flachem Boden, 5 Kolben mit rundem Boden, einige Porzellanmörser, 3 Stößel und die wertvolle Spirale. Ein Glück, dass die Töpfe noch alle da sind. So viele gute Chemikalien vergeudet. Eine Schande ist das. Ich muss alles in den Schrank sperren, ja. Selber schuld, hättest du mal gleich aufgeräumt. Alter Schlamper. Wollte heute das Experiment abschließen, das ich im alten Labor begonnen hatte. Habe dazu das Bleipulver aus der Kiste des Meisters benutzt. Nach der Kristallisierungsphase schäumte die Flüssigkeit auf, wechselte die Farbe und lagerte sich dann ab. Wieder ein erfolgloses Experiment. Mein Vorrat an unerlässlichen Materialien ist fast aufgebraucht. Noch weiter. Habe mit einer Schlingfalle einen Waschbären gefangen, konnte das Mistvieh aber nicht rechtzeitig zur Hütte bringen. Vielleicht sollte ich einige Jäger bitten, mir bei der Jagd nach Subjekten für meine Experimente zu helfen. Aber ich muss Geld sparen. Abgesehen davon sehe ich, wie mich diese Bauernlümmel anglotzen. Als hätte ich Hörner. Wie denn rechtzeitig zur Hütte?
Dritter Versuch hinsichtlich des Kristallisierungsexperiments. Habe den letzten Kolben mit rundem Boden zerbrochen. Mein Lehrmeister hatte mich seinerzeit einmal als Tollpatsch bezeichnet. Vielleicht hatte er ja recht. Aber trotz allem hat er mir viel beigebracht. Ich frage mich nur, warum er nicht wollte, dass ich meine Fähigkeiten weiterentwickle. Wollte er nicht, dass ich mich von einfachen Trankrezepten abgesehen etwas lerne? Er hat immer gesagt, ich wäre noch nicht so weit, aber die Wahrheit ist, dass er befürchtete, der Schüler könnte den Lehrer überflügeln. Und das aus gutem Grund. Ich werde beweisen, dass dieser Prozess funktioniert. Allen werde ich es beweisen. Ja, das klingt so, als hätten wir die Leiche eines Alchemisten gefunden.